Die Klinik für Neurologie versteht sich als Akutneurologie, in der die gesamte Bandbreite neurologischer Erkrankungen behandelt wird. Wichtig ist den Ärzten und Pflegekräften die Umsetzung einer ganzheitlichen Philosophie, eine exzellente Betreuung in fachlicher und menschlicher Hinsicht. Dies gilt für alle Krankheitsbilder, insbesondere auch für die Behandlung von akuten Schlaganfällen. Die Behandlung erfolgt entlang einer verabredeten Behandlungskette, die bereits in der Prähospitalphase, also während der Erstbehandlung durch den Notarzt, beginnt. Bisher gibt es keine Kontraindikationen. Der Schlaganfallpatient wird bereits bei der Aufnahme in der Zentralambulanz durch ein spezialisiertes und eingespieltes Ärzte- und Pflegeteam versorgt. Denn Zeit ist bei akuten Schlaganfallpatienten ein entscheidender Faktor für die Behandlung und den weiteren Verlauf. Für die weiterführende Versorgung steht der Klinik eine eigene zertifizierte Stroke Unit zur Verfügung, in der die Vitalfunktionen des Patienten permanent überprüft werden. Können Sie nicht auch nur die Arme vielleicht so nach vorne zu halten? Ja, der rechte ist noch ein bisschen langsam. Das spüren Sie. Auch hier arbeiten die Neurologen mit speziell ausgebildeten Pflegekräften zusammen. Ziel ist die schnelle Mobilisierung der Patienten. Sie hatten die Physiotherapie schon benachrichtigt? Hat schon an der Bettkante gesessen heute Morgen. Okay. Hat eine gute Rumpfkontrolle entwickelt und die Logopädin kommt jetzt gleich. Wir warten hier. Okay. Diese straff organisierte Versorgungskette beinhaltet auch die enge interdisziplinäre Vernetzung mit anderen Kliniken, insbesondere der Kardiologie und der Gefäßchirurgie. Ein Auge und eine Schwäche der linken Körperhälfte hatte und bei der die Angiografie diese hochgradige Stenose der rechten Arteria carotis interna zeigt. Gefäßeinengungen, die häufig Grund für einen Schlaganfall sind, können durch Medikamente, Operationen oder auch durch neuroradiologische Interventionen behandelt werden. Für die rasche Rehabilitation der Patienten kooperiert die Klinik für Neurologie mit externen Partnern im Gesundheitspark Leverkusen, wie Logo, Ergo oder Physiotherapeuten. Einen anderen Schwerpunkt der Klinik stellt die Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose dar. Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei denen es zu Entzündungen kommt, die zu neurologischen Ausfällen führen können. Auch hier geht es um eine sorgfältige Diagnostik und eine auf den individuellen Patienten zugeschnittene Therapie. Wie sieht so eine Therapie aus? Es gibt in der Regel eine Basistherapie, bei der man mit Spritzen. Die Neurologen der Klinik kooperieren dabei eng mit den niedergelassenen Fachärzten, um eine lückenlose Betreuung der Patienten gerade bei akuten Schüben sicherzustellen. Dass die Dame möglichst rasch zu mir in die Ambulanz kommt. Darüber hinaus ist die Klinik spezialisiert auf die Behandlung von Epilepsien, Kopfschmerzerkrankungen wie zum Beispiel Migräne, anderen Schmerzerkrankungen, aber auch auf die Diagnostik und Therapie von Bewegungsstörungen, wie zum Beispiel Parkinson, Dystonien, Schwindelsyndromen oder Demenzerkrankungen. Bei allem, was Sie bisher gesehen haben, ist es mir wichtig, auf eine Sache ganz besonders hinzuweisen. Es geht uns nicht nur darum, fachlich gute Medizin auf einem hohen, praktisch internationalen Standard zu praktizieren, sondern immer zu fokussieren auf denjenigen Menschen, der sich uns individuell anvertraut hat. Das heißt, wir betrachten uns nicht nur als Mediziner, sondern genau genommen als Ärzte. Das Klinikum im Gesundheitspark Leverkusen. Top-Medizin für das ganze Leben. Ein Krankenhaus der regionalen Spitzenversorgung mit Einrichtungen für hochqualifizierte Diagnostik und Therapie. Mehr als 2000 Mitarbeiter in 12 Fachkliniken, zahlreichen Zentren, Instituten und Abteilungen, im Service und der Verwaltung, für die der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht. Das Klinikum Leverkusen. Ihr Gesundheitspartner im Rheinland.